Ich habe es aufgeschrieben. Ja, und wir sehen uns dann in einer Woche. Schöne Grüße. Ich soll dir Grüße bestellen. Schöne. Schöne Grüße, ja. Vom Stoffel. Vom Stoffel, ja, ja. Kann er dir selber sein. Sagst du Uta selber. Uta, Tag. Kannst du mich hören? Ja, hier ist Stoffel. Mach Schluss. Weißt du was, Uta? Schöne Grüße. Hast gehört, ja. Ist gut. Ja, servus. Ich soll dich auch vielmals grüßen. Dankeschön. Bitteschön. Du Wolfgang? Ja? So ein Telefon, das ist eine schöne Sache. Das ist ganz praktisch. Du. Ja, das ist wirklich sehr schön praktisch. Da ist ein anderer ganz weit weg. Und man kann ihn ganz nah hören. Praktisch. Du? Ja? Aber ein Fernsehapparat ist auch praktisch. Ja, ein Fernsehapparat ist auch praktisch. Ja? Ein Auto ist auch praktisch und Lokomotive ist auch praktisch. Und aber ich meine jetzt ein Fernsehapparat. Ein Fernsehapparat ist auch sehr praktisch. Ja, da kann man nämlich Leute, die ganz weit weg sind, ganz nah sehen. Du, Wolfgang? Ja, du? Weißt du, was am praktischsten wäre? Na, was denn? Ein Fernsehtelefon oder ein Telefonfernseher. Fernsehtelefon. Das wäre praktisch, Stoffel, aber das ist ziemlich teuer. Warum? Na, pass auf. Da müsste ja neben dem Telefonapparat... Wo neben? Daneben. Daneben. Müsste, hier neben? Ja, oder oben drüber. Oder daneben? Müsste eine Kamera sein. Kamera. Eine Kamera, die sich immer dann einschaltet, wenn man den Hörer abnimmt. Ja. Und auf der anderen Seite, oder unten drunter, müsste ein Bildschirm sein. Ach, wie beim Fernseher? Genauso, damit man den anderen, mit dem man telefoniert, damit man den sehen kann. Ja. Nicht? Ja, aber dann bei dem anderen muss ja dann auch so eine Kamera stehen. Sonst kann man den hier auf dem Bildschirm da unten drunter oder dem Bildschirm da oben drüber oder daneben. Hast du prima verstanden. Kann man den sonst ja gar nicht sehen, wenn der da keine Kamera an seinem Telefon hat. Völlig klar. Und wenn der andere dich sehen will, dann musst du ja hier auch eine Kamera haben. Muss ich auch eine Kamera haben und einen Bildschirm. Und der andere braucht auch eine Kamera und braucht auch einen Bildschirm. Der muss auch einen Bildschirm haben, dann neben seinem Telefon oder da drüber. Ja. Unten drunter. Das hast du prima verstanden. Das wären viele teure Apparate. Wolfgang. Ja, Stoffel? Du, wie wäre denn das, wenn ich ein billiges Fernsehtelefon erfinden würde? Na, das wäre prima. Was würdest du da sagen? Würdest du staunen? Ja, da würde ich sagen, der Stoffel ist ein Erfinder. Das würde ich sagen. Stoffel ist ein Erfinder. Bin ich auch. Bist du auch? Du, ja, ich werde das nämlich jetzt erfinden. Na gut, dann erfinde das mal. Ein billiges Fernsehtelefon. Du, Wolfgang. Ja? Was machen denn so eine Erfinder? Was machen die denn da zuerst? Ja, zuerst überlegen, Erfinder. Wie lange? Bis ihnen was eingefallen ist. Und dann? Und dann erfinden sie. Dann erfinden sie. Dann bauen sie das oder zeichnen das, weißt du? Was sie sich überlegt haben. Ja. Du Stoffel. Ruhe. Stoffel. Psst. Warum? Psst. Ich überlege. Aha, überlegst. Dann gehe ich am besten weg, gell? Brauchst du nicht. Nein? Ich kann auch erfinden, wenn du hier bleibst, musst nur ruhig sein. Gut, dann bin ich ruhig. Fernsehtelefon muss billig sein. Man muss den anderen sehen können. Das muss ich erfinden, ein billiges. Oh, ich weiß. Na, was weißt du? Nö, du darfst mich doch noch nicht stören. Noch nicht stören. Jetzt habe ich doch überlegt. Und jetzt muss ich doch das Überlegte erfinden und dann muss ich das, was ich erfinde, auch bauen. Mhm. Dann nehme ich es. Kann ich dir denn helfen?
Brauchst du was, Herr Erfinder? Ja, der Herr Erfinderstoffel braucht was. Was denn? Ist aber ganz einfach, ist nämlich hier alles auf dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch? Wolfgang, ja? Darf ich den Zettelkasten haben? Darfst du haben. Und Stift. Bitteschön. Und ein Stift. Einen roten. Einen roten Stift. Mache ich ein Farbfernsehtelefon. Hier hast du einen roten Stift. Danke. Bitteschön. So, damit gehe ich jetzt auf mein Bücherbord und dann baue ich das Erfundene. Und du wirst dich wundern, Wolfgang. Ja, ich wundere mich jetzt schon. Bin ich aber gespannt auf das Fernsehtelefon vom Erfinderstoffel. Telefonfernseher. Das ist der, und da kommen die Zettel da raus. Und dann werden wir das mal. Wolfgang? Ja? Wer ruft dich denn so alles so an, so? Das weißt du doch. Am meisten ruft mich die Uta an. Aha. Mhm. Die Uta. Und wer noch? Ja, und dann Onkel Paul. Onkel Paul? Ja. Das ist der, der mit dem... Ach, Brille, nicht? Onkel Paul ist der mit dem Bart. Der mit dem... Ah ja, der mit dem Bart. Der früher mal Kapitän war. Auf dem Dampfer, ja. Mhm. Auf dem Schiff. Ja. Der hat einen Vollbart, ja. Und wer ruft dann noch an? Ja, Herr Klaus ruft auch noch oft an. Herr Klaus? Ja. Wie sieht denn der aus? Herr Klaus, der hat ein ganz rundes Gesicht. Rundes Gesicht und rundes Gesicht und Augen. Klar hat er Augen. Und wer ruft sonst noch an? Ja, dann ruft hin und wieder auch mal das Finanzamt an. Der Herr Finanzamt, wie sieht er aus? Der Herr, der auf dem Finanzamt arbeitet und der immer mit mir telefoniert. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Weiß nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe immer nur mit ihm telefoniert und der hat mir Briefe geschrieben. Ja, weiß schon. Ja, das. Und dann, ah ja, ich weiß, wer noch anruft. So, das macht er. So, jetzt haben wir die alle zusammen. Und dann ist das Fernsehtelefon fertig. Wolfgang? Ja? Guck mal. Was denn? Ich habe erfunden, den Telefonfernseher. Bist du schon fertig? Ja. Das ist der Telefonfernseher? Mhm. Ist das nicht ein prima Fernsehtelefon? Bestimmt, aber ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Das musst du mir mal erklären. Ist doch ganz einfach. Wie Wenn denn? Der Opa anruft oder die Uta, dann nimmst du einfach das Bild von der Uta oder das vom Opa, das von der Uta, ja. Mhm. Und dann kannst du sie sehen beim Telefonieren. Ohne Bildschirm und ohne Kamera und ganz billig. Das ist gut. Das ist die Uta, das kann man auch deutlich erkennen. Mhm. Und das ist der Herr Klaus. Ja, siehst du bist ganz schlau. Du hast es schon verstanden, wie das geht mit dem Fernsehtelefon. Stoffel, ja? Was ist das denn hier? Was? Da ist ein... Das ist doch der Herr Finanzamt von hinten, weil du doch nicht weißt, wie der aussieht. Das ist schön. Und das ist der Onkel Paul, das sieht man auch genau. Das ist der mit dem Bart, der früher mal Kapitän war. Ja. Du, ich habe hier noch ein Bild, aber ich weiß nicht, was das sein soll. Das sieht aus wie eine Uhr. Ja, du bist doch nicht so schlau, Wolfgang. Wieso nicht? Du lässt dich doch vom Telefon morgens manchmal wecken. Mhm. Das ist der Telefonwecker. Da weißt du jetzt auch, wie der aussieht. Das ist ein großartiges Fernsehtelefon. Du, Stoffel, ja? Aber was mache ich denn, wenn jemand anruft, den ich noch nicht kenne? Och, Wolfgang, bist doch nicht so schlau. Bin nicht so schlau? Nö. Warum nicht? Du fragst den doch ganz einfach, wie der aussieht, damit du dir ein Bild von dem machen kann. Ist ja ganz einfach. Ein prima Fernsehtelefon. Herr Erfinder Stoffel.